Zurück zur Sicherheitsstation. Wo war nochmal dieser Eingang dann zum. Das müsste hier gewesen sein, wo man den. Genau, weil jetzt haben wir ja einen Energieknoten aufgesammelt. Da. Ja, das hat sich rentiert. Da kann man gern mal einen Energieknoten. Strahlenmunition brauche ich nicht wirklich, weil ich ja mal bei meinem Plasma-Cutter bleibe. Dreh dich kaputt! Pisser! Bam! Noch einer? Nee, der schreit bloß für zwei. Ah, Inventar ist voll. Oh. Tee. Ah. Das ist so eine Gewissensfrage. Habe ich Spaß mit den Monstern oder achte ich auf meine Leben? Isaac! Einer von denen hat es irgendwie runter ins Cockpit des Captains geschafft. Aber ich konnte ihn in einer defekten Rettungskapsel einsperren. Ich hebe jetzt die Abschottung auf. Da sind die Deckprotokolle. Was auch immer hier passiert ist, kam aus dem Planeten, als sie die ersten Stollen wurden. Es verbreitete sich in der Kolonie und erreichte dann das Schiff. Das ist keine Infektion. Das ist eine außerirdische Lebensform. Scheiße, wir haben noch ein anderes Problem. Die Schiffsantriebe sind offline und unser Orbit zerfällt. Gehen Sie rüber zum Maschinendeck. Ich bleibe hier und versuche rauszufinden, wo das Problem ist. Ein Orbit ist doch eine Umlaufbahn. Wie kann eine Umlaufbahn zerfallen? Man kann die Umlaufbahn verlassen, aber sie... Naja... Der maximal Pigmentierte wird schon wissen, was er da redet. So. Luftkanister. Behalten wir mal. Medipack. Behalten wir auch mal. Plasmaenergie habe ich wieder so schön viel. Also Impulsprojektile braucht erstmal keine Sau. Ja. Plasmaenergie. So. Energieknoten kaufe ich jetzt mal noch keinen, weil ich glaube, ich kriege gleich den Anzug Level 3 im nächsten. Was ist im Safe? Im Safe ist nur ein Stasepack. Das kann man da drin lassen. Und dann. Nee. Ah, genau. Dann hätten wir die Krankenstation auch hinter uns gelassen und sind auf dem Weg ins nächste Kapitel. Sag einmal. Da. Kapitel 2 abgeschlossen. Wie ihr seht, hatte ich ja schon mal erwähnt, ich habe ja schon ein bisschen gespielt. Aber dann dürften wir bald in den Blindbereich vortreten. Also bei Kapitel 4 habe ich dann aufgehört zu spielen und mir gedacht, ja komm, nehm einfach mal mit auf. Alter, wir haben zwei Probleme und die Uhr tickt. Erstens, die Treibstofftanks der Antriebe sind leer. Zweitens, die Schwerkraftzentrifuge ist offline. Was bedeutet, dass uns einige Trillionen Tonnen Gestein nach unten ziehen? Sie müssen die Zentrifuge wieder in Betrieb setzen, den Hauptantrieb mit Treibstoff versorgen und zünden, damit ich die Umlaufbahn des Schiffs stabilisieren kann.
Wobei blind, also ganz blind stimmt ja auch nicht, weil ich habe das Spiel ja vor Urzeiten, als es rauskam, schon mal durchgespielt. Aber wie gesagt, ist schon her, deswegen. Sammeln wir erstmal alles ein, was wir hier so finden. Nichts. Emergency Supplies. Warum sollte man Munition in Emergency Supplies kasten? Irgendwie, ich weiß nicht. Ich meine, es gibt jetzt so Sinn, aber was hat sich, also die Leute, die es ursprünglich da angebracht haben, so, ah, Notfallmunition, wer weiß, was passiert. Ah, nee, hier ist noch nicht der neue Anzug. Dann sparen wir noch ein bisschen. Muss ich da überhaupt rein? Ja. Ah, stimmt, hier unten ist noch eine Werkbank. Ja, und wer soll darauf reinfallen? Ich meine, ernsthaft, warum solltest du tot sein? War ich hier schon? Nein. Also manchmal denke ich mir, ach so. Was zum Henker ist hier los? Es ist Henderson. Er ist verrückt. Er zieht sich seine eigenen Zähne. Henderson, um Gottes Willen. Bleib locker, er lebt ja. Aber die Tür war ziemlich hart. Mann, warum hat er das gemacht? Ich verstehe das nicht. Ah ja. Ach, ein Aschenbecher. Eine Werkbank. Und was ist das? Ein Textlog. Decklogbuch. Hollow F. AB. Keine Ahnung, was hier abgeht. Jemand sagte, das Schiff wurde angegriffen. Aber wer zum Henker sollte uns hier draußen angreifen? Er stirbt, der Captain, und jetzt werden wir angegriffen? Carmack meinte, jemand vom Brückenpersonal hätte ihn getötet. Aber das kann ich gar nicht glauben. Jetzt tobt hier das Chaos. Man kommt nicht mal mehr zur Brücke durch. Man kommt zu niemandem mehr durch. Alle fliehen. Wollen nur noch weg von hier. Sollte mich ihnen vielleicht anschließen. Sollte auch einen Grundkurs in Grammatik besuchen. Pi ist amüsiert? Nein, so gar nicht. Ach so. Ah, nur, das ist kein Viech, der steht nicht auf. Apropos Viech, ja, Dingens, hier, das rote Viech oder Red Creature, sie macht Bioshock Let's Plays. Wer also mein Bioshock Let's Play verfolgt hat und enttäuscht war, dass es relativ am Anfang schon aufgehört hat, dem sei hier empfohlen. Wobei mittlerweile sollte die Story zwar jeder kennen, aber es ist unglaublich amüsant, ihr dabei zuzugucken. Schon allein, weil es ja da draußen jetzt verhältnismäßig nicht so viele Let's Playerinnen gibt und da ist das immer wieder ganz amüsant, auch mal eine weibliche Stimme zu hören. Ich freue mich immer, wenn ich eine weibliche Let's Playerin sehe. Einfach mal damit dieses ewige Vorurteil, wenn sich Frauen an den PC setzen, dann spielen sie nur Sims und
was weiß ich, Barbies Ponyhof Teil 5, jetzt wird geritten oder keine Ahnung. Nee, das war Gronkh. Stimmt, das war Gronkh. Ja, und mit diesem Vorurteil einfach mal aufzuräumen und... Außerdem, es gibt nichts Cooleres, wie wenn Mädels sich über irgendwas aufregen, wenn irgendwas nicht klappt oder so. Finde ich persönlich jetzt zumindest. Ich habe da immer meinen Spaß dran. Funksequenz aktiviert. Soll ich erst rüber oder erst hoch? Hm. Erst rüber. Und das andere Spiel, was sie zurzeit Let's Played, ist das Indie Point-and-Click Adventure Edna bricht aus. Auch sehr amüsant. Also zu empfehlen. So, genug Werbung gemacht. Was? Pai hat gerade einen ganz schlimmen Husten. Und wie sollte man sich hier jetzt erschrecken? Das wäre eine super Stelle wirklich zum Erschrecken. Aber nein, sie müssen vorher schreien, dass man guckt, was ist da los. Und dann sieht man sie da oben antorkeln. Und dann kann man sie wunderbar abknallen, bevor man auch nur in die Nähe kommt. Ich meine, ernsthaft. Verschenktes Potenzial. Oder hält aber einiges aus. Inventar ist voll. Nehmen wir den und den und dann können wir das große Medipack dafür nehmen. Und ein kleines. Hä? Oh, der hat mich verarscht. Ich dachte, der wäre tot. Okay, wenn man eine schreckhafte Person ist, dann wäre das ein gutes Element gewesen. Ach, verdammt, ich hätte auch einfach die Teile hier... Hä, habe ich den in der Ecke schon erschossen? Wo kommt dieses Geschrei her? Ist es im Spiel? Okay. Ah ne, bei uns im Haus wird bloß gerade jemand abgestochen. Ah, dann nehme ich den aber mit für den nächsten bedauernswerten Trottel, der versucht mich anzugreifen. Na. Die Klappe, Denvers! Klappe halten! Technisches Logbuch, Temple. Jemand hat die Treibstoffleitungen zum Hauptantrieb geköpft und in dem Zug auch den Ventilen den Rest gegeben. Sie müssen repariert werden, bevor ich sie wieder öffnen kann, aber uns läuft die Zeit davon. Bei ausgeschaltetem Antrieb wird der Orbitverfall in weniger als 10 Stunden anfangen. Ich verstehe nur nicht, wer das tun könnte. Wenn es einer dieser Unitology-Bastarde ist, drehe ich ihm den Hals um. Henderson sagte, sie würden kommen! Wir hätten ihn nicht leben lassen dürfen! Halt den Rand, Denvers! Und hilf mir mit den Werkzeugen! Tempel out. Boah. Da wollte ich gerade glatt eine Skriptsequenz angreifen. Was heißt, ich wollte? Ich hab's getan. Damit meinen schönen... Ne, speichern braucht man nicht. Aber wobei... Wer weiß, was uns noch erwartet.